Set 2-0 gewonnen. Das zweite habe ich ja gegen Cooks gespielt. Nimmt auf, ne? Erste Match war ziemlich gut, so. Ja. Und das zweite, das war so. Ich hatte Kameras von uns. Nein, die Kameras. Oh, fuck. Wenn die uns nämlich gleich sehen, das ist nämlich sehr wichtig. Ich hab etwas heute. Ich erzähl mich. Wurde ich die ganze Zeit rumgepillert. Oh, fängt schon an? Ja. Also, erzähl ich später. Also, Hannah gegen. Extra? Keine Ahnung. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen. Hannah gegen Rex. Rex, achso. Achibro gegen Rex. Ja, möchtest du malen und draufschreiben? So, oder irgendjemand? Möchtest du? Ich hab ne grauenhafte Klinge. Ja, also es steht immerhin jetzt drin. Also. Ich finde die Textur-Mods hier ganz nice, aber ich finde so für ein Turnier sollte man echt immer im Standard bleiben, aber. Ach, also ich finde. Es ist jedem selbst überlassen tatsächlich. Ich persönlich finde Texturen eigentlich an sich immer angenehmer, weil die. Ich meine, bei Norfair kann ich es verstehen. Weil Norfair einfach richtig grell ist. Norfair ist richtig so. Da finde ich die Netplay schwarze Vision da einfach super krass. Zum Beispiel bei meinen Builds habe ich die da reingepackt und sowas. Also es ist mal kein Unterschied, ob du Z gedrückt hältst oder nicht. Es ist beides in einer dunklen Version. Nur mit Battlefield und sowas. Lol. Ja. Wir sind aber von dem Off-Topic jetzt hier. Das war ein netter Darkus. Ja. Möchtest du gleich hier rauf schreiben mit dem Scratchpad und sowas? Ja. Weil das ist nämlich so das PM-Problem. Es gibt nämlich kaum Leute, die immer so Bock drauf haben auf irgendwas. Das finde ich immer so, wenn ich zum Beispiel auch selber. Was? Wer? Das hier ist Onishin. Wir lernen neue Kontakte. Ja. Ja, erstes Match ist das gerade. Ja, das ist richtig. Genau, oder die Zahlen. Das ist gerade das erste Match, also 0-0 noch. Ist noch 0-0. Siehst du das da gut, wenn du da was zeichnest, oder? Jetzt heißt ist das irgendwie komplett schwarz jetzt hier gerade. Die habe ich hier. Ja, sorry. Ich glaube, du musst. Ich weiß nicht, wie ich rücken muss. Laukyu, wusstest du, dass du nicht gleichzeitig SD1 und D1 kannst? Warum denn? So. Ich meine, du kannst mit dem C-Stick doch den SD1. Ich meine jetzt mit dem Control-Stick, dass man das nicht gleichzeitig machen kann. Also wenn du wirklich so krass schnell bist, dass du die SDI-Input angibst und dann sofort im nächsten Frame den DI-Input, so. Könnte das klappen. Ich habe das nicht gewusst. Und deswegen wurde ich zur Hölle gepellert von Cooking. Ich reg mich so auf, weil ich dachte so, wieso funktioniert das nicht? Wieso DI ich nicht? Und dann erzähl ich das so, oh, du hättest FDI müssen dann. Normal DI, nicht so. Ich hätte First Seed sein können und nicht mal auf mir so hart. First Seed, ja komm. Naja, ich hätte gegen eine Frage. Cookin ist First Seed und ich hätte gegen ihn gewonnen, ja. Ich hab ja 2-1 verloren, weil ich nicht DI'd habe. Gegen Falco. Wer DI'd nicht gegen Falco? Anfänger. Ja gut, ich. Ich brauche aber nicht so große Töne versprochen. Ich hab gegen Liva einfach mal 2-0 verkackt. Also sein Peach kam ja auch gar nicht klar. Aha, Peach ist klar. Dann habe ich noch gegen den Falco gespielt. Ich weiß einfach das leider nicht mehr. Aber er war einfach mal 5 Seeds unter mir. Das ist einfach. Du wurdest O2'd? Ja, aktuell. Lol. Im Match ist nicht so gut wie Fiana aus tatsächlich. Er ist noch 0-0. Also sehen wir einen kleinen Upset. Ich weiß gar nicht, wie das. Ja, das wäre ein Upset, oder? Guck. Genau. Ja, du hast da sehr gute Kommentatoren. Gucken. Gutes Streaming-Team. Nein, doch. Gutes Streaming-Team. Gutes Streaming-Team. Wir wissen, wie jeder gezielt ist. Ja. Entkuft. Könnten schon fast lieber fragen, ob wir mitkommentieren können beim nächsten Navigator. Ja, auf jeden Fall. Oh, das wird ein schönes. TT4 Evo Kappa. Das wird ein schönes. Oh Gott, ich. Was? Ich ignoriere
hier steht jetzt einfach mal. Da kommt eh nichts mehr Interessantes. Okay. Yeah. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Und das erste Match geht an Rex. Wir sind noch nicht. Die Aufnahme geht aber weiter. Okay. Ja, das hast du ja gesagt. Du hast doch gesagt, dass wir. Das wir müssen sind. Professionell bleiben, einfach. Die Johns, ey. Wir sind ein Masi, ey. Scheißegal. Ratatatatu. Oh Gott. Rex. Rex, 1-0. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Best of 3, das heißt, das hat er ihren Counterpick. Genau. Ich weiß gar nicht, ob Lukas wirklich so gut auf einer flachen, also auf einer FD-like Stage gut gewinnen kann. Auf jeden Also Lukas gut. Oh, Lukas. Ach ja, die Back-Air Spike, so, wer es noch nicht wusste. Lukas ist eher so auf flachen Stages besser, so. Und da hat er in Ruhe. Da hast du im Payment aber ganz schön Pressing weniger so Auswahl, muss ich ehrlich sagen. Was ist denn das? Smashville und. Ja, so, das sind, glaube ich, die flachesten Stages, die du, glaube ich, kriegen kannst, oder? Kommt drauf an. Die Sonic Stage ist auch ziemlich flach. Distant Planet. Oh. Weil die PAs in der aktuellen ersetzen jetzt in dem. Das Sonic Stage ist ja noch da. Oh, unser Kopf. Ist der zweite Stock weg? Nein. Lukas hat ein enorm gutes Schildpressing, muss man sagen. Er kann wirklich Gewehr nicht aufpassen. Ja, Neutral Air. Und dann noch irgendwie was anderes, was multiert ist. Ja, Neutral Air. Down Air. Warum ist der. Warum ist der dumme Left-Kopf da? Alles. Down Smash. Kein Scheiß. Oh Gott. Das ist so nervig. Ich hasse Loaded Up Smash. Es hat so eine unnötige Range. Hast du die mal Brawls? Lukas Up Smash angeguckt? Einen Moment. Ist das so ein riesiger Ball? Da denkst du dir, was zum Teufel? Ja. Und gewifft. Ja. Sag das mal zu dem Furz, der ist ewig draußen. Wird das ein Forster? Anscheinend. Also, ja, aber er brecht mit den flachen Stages, so wie es auch sieht. Mhm. Weil das ist doch ein großer Unterschied. Faustlock hinein, das ist schon mal gut. Vielleicht kommt das Comeback. Ich glaube, ich muss irgendwann mal meinen Zettel zusammensuchen und mal gucken, wenn ich als erstes mehr hin soll im PM. Das ist bei mir echt so ein übelster Struggle. Was ist denn? Du hast doch Samus und Zero Suit. Ja, aber da spielen wir auch jemand anderen und das war ein ganz doofer SD. Ja. Ja, Neutral sagt. Was sagt? Das Neutral von Zero Suit. Es suffert so hart gegen Pressure. Was ist Samus? Er sieht auch etwas besseres Defensive, aber sie ist hart, sie ist super floaty. Das heißt, alle, die so eine Disjointed Up-Air oder sowas haben, die kommen da, die schneiden da einfach komplett durch, so Meta Knight und sowas. Marv natürlich. Da könntest du auch Theorie. Oh nein! Der nächste SD. Oh. SD City. SD City. Ich sag's euch. Hm. Ist das Stream wieder online gegangen? Kannst du mein Laptop mal gucken? Der wieder online gegangen ist, der Stream. Im Tabs müsste das irgendwo oben sein. Nee. Naja. Soll mir egal sein. Ja, ich wollte gerade sagen, das. Wir wären ein professionelles Team hier. Vor allem ich. Ich glaube, ich mach das echt so.
ein Commentary Highlight. Planistate? Ja, genau, hab ich ja gesagt, ne? Mit der Pitch, das. Die Abi ist halt wirklich. Ich weiß nicht. Der Pitch hat auch sehr stark Nerfs abbekommen. Also von dem all, was ich gesehen habe, also von den früheren Versionen. Da oben Streaming stoppen und dann wieder anschreien. Warte mal, wieso stoppst du den? Ja, weiter. Ja, dann nehmen wir einfach wieder auf. Armes OBS. Oh. Ja. Das ist halt. Also ich würde nicht sagen, es ist zu even, aber. Es ist auf. Da muss auf jeden Fall das geändert werden, wenn das Tempo so lange bleibt. Oh. Ja, da kommt der. Was? Ich vor allem. Es ist so komisch, wie die Backair manchmal trifft. Entweder ist es halt ein Spike oder wenn es mal Bock hat, ist es einfach so. So nach. So rechts und ein bisschen nach oben so. Ja. Genau, das ist. Das ist. Oha. Das ist. Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich keine gute Stage-Auswahl. Ja, PM-Stage-Wahl ist wirklich debatable. Das ist. Tatsächlich, es gibt wirklich viele Stages, die man als viable bezeichnen könnte. Man könnte ja selbst Lighted nehmen, so. Ja, ich meine jetzt so für das so Matchup gerade so. Da hätte ich, glaube ich, mal eher etwas vielleicht Battlefield oder so genommen oder FD. Nein, FD nicht, oh mein Gott. FD würde nicht gut sein. Wow, das wäre richtig. Das haben wir ja gesehen. Ich hatte gerade. Smash. Oh. Und ab, ja. Wir brauchen echt ein drittes Mikrofon, weißt du, oder? wir brauchen echt ein drittes Mikrofon. Ich werde ihn im Grand Finals dann wieder umhauen. Und bevor ich verliere das nächste Match. Bist du eigentlich noch im Bracket? Ja, ich bin noch im Bracket. Ach ja, stimmt ja. Hast du mir gesagt. Ich bin ein Fisch. Oh Mann. Ich finde es gut, wie sie mitten im Match einfach noch weiter reden. So, ja. Eben gerade. So. Daran sieht man immer, wie seriös andere immer das Match nehmen. Oh Mann. Na, vielleicht ist aber auch nur ein Bait. Nicht dein Ernst? Was denn? Wo das, ja. Das mentale Meta ein bisschen. Ja, genau. Ja, die nächsten Turniere sind nur noch mit zwei Fans als Gegenüber. Ganz klar. Vielleicht willst du ja die Home-Waffles-Taktik machen, so. Das Match, was fehlt? Da ist eine kleine Lücke da. Loot auf 24 ist das, oder? Das ist eine Lücke, was willst du denn jetzt, hä? Sind das die? Okay, es wird tatsächlich noch etwas knapp im 1 gegen 1. Ah, okay. Das ist tatsächlich. Ich glaube, okay, er kann es noch. Ich glaube, das beste Commentary, was wir bereiten können, ist wahrscheinlich, wenn wir auf Tappi reden. Oh, nice Sweet Spot. Genau wegen sowas. Ah, der Darkus. Nice. Der Darkus Up Smash. Drück mal auf Aufnahme stoppen bitte mit deiner Maus. Weil du hast mir